Ich habe vor einer Weile mal wieder mein zweitliebstes Final Fantasy rausgekramt und ein bisschen gespielt. Und da wurde ich an etwas erinnert, das mir schon bei meinem ersten Spieldurchlauf damals nach Release aufgefallen ist. Ich aber damals noch nicht in Worte fassen konnte. Und zwar hat Final Fantasy XII eine absolut bombastische, tief auf seine Welt und politische Allianzen abgestimmte Story. Doch Final Fantasy XII hat ebenso eine sehr große Spielwelt mit vielen Gegnern zu bekämpfen und vielen Orten zu erkunden. Also eigentlich genau das, was alle JRPG-Liebhaberinnen und Liebhaber und Liebhaberinnen und Liebhaber von Abenteuer wollen. Nur ist genau das ein Stück weit ein Problem von Final Fantasy XII und sogar ein besonderes Problem, das viel komplexer ist als die allgemeine Kritik an einer möglichen ludonarrativen Dissonanz, die wir zu manchen Spielen haben. Kurz dazwischen, ludonarrative Dissonanz ist, wenn eine Figur gesteuert durch einen Spieler in der Spielwelt etwas macht, was der Handlung zuwiderläuft. Also dieses bekannte, ja, suche deinen Sohn, suche deine Tochter und du machst halt erstmal mit deiner Spielfigur irgendwas anderes, was nicht so wichtig ist, wie zum Beispiel Blackjack und Nutten. Und was Final Fantasy XIIs Problem ist und warum es mehr ist als eben nur ludonarrative Dissonanz, dazu muss ich erstmal ganz grundlegend ausholen, was Final Fantasy XII für seine Handlung und seine Spielwelt etabliert, bevor ich erläutern kann, wo das Gameplay dazwischen funkt. In Final Fantasy XII ist das Anfangssetting, dass zwei Imperien in der Welt von Ivalice, Arcadia, das Imperium im Norden, und Rosaria, das Imperium im Süden, kurz vor einem Krieg stehen miteinander. Zwischen diesen beiden Imperien gibt es zwei deutlich kleinere und schwächere Königreiche, Damaska und Nabraedia, die sich in Vorbereitung auf den Krieg durch eine Heirat verbünden. Diese beiden Königreiche bilden eine Landbrücke zwischen den beiden Kontinenten der beiden Imperien und sind der einzige Landübergang zwischen drei Meeren. Und zum Anfang des Spiels fällt das nördliche Imperium Arcadia in die Königreiche Nabraedia und Damaska ein, wonach eine Eröffnung auch das Spiel mit der Hauptfigur beginnt. Und es ist erstmal ein Teil der Handlung und wird auch für die Situation des Königreiches Damaska so dargestellt, dass Arcadia einen neuen Konsul in Damaska einsetzt und nicht sofort Krieg gegen Rosaria führen kann, sondern erstmal mit der Neuaufstellung seiner Truppen und der Bekämpfung von Widerständlern in Damaska beschäftigt ist. Das heißt, die Einnahme der Königreiche durch Arcadia ist eine reale Herausforderung für das Kaiserreich, womit sich die Frage stellt, warum die beiden Imperium mit ihren massenhaft Luftschiffflotten, die im Spiel eingeführt werden, nicht einfach Luftkriege über dem Meer veranstalten, weil Luftschiffflotten sind sowieso der große Key in allem in diesem Spiel. Doch es wird auch eingeführt, dass Luftschiffe nicht überall fliegen können, womit auch erklärt wird, warum die beiden Königreiche eingenommen werden mussten, weil sie eben diese Landbrücke bilden. Und dass diese beiden Königreiche früher oder später auch wahrscheinlich so oder so eingenommen worden wären. Jedenfalls, Luftschiffe können nicht in allen Regionen fliegen. Sie benutzen zum Fliegen Flugsteine, die auch künstlich hergestellt werden können. Und auf diesen Punkt will ich hinaus. Es gibt dann später im Spiel einen Abschnitt, wo man zu einem alten Grab eines vergangenen Königs will. Und das liegt eben in einem weitläufigen Gebiet, wo man nicht hinfliegen kann. Das heißt, man ist dann mehrere Stunden beschäftigt, sich zu Fuß mit seiner Heldentruppe einen Weg durch zwei Gebiete zu bahnen, um das Grab zu erreichen. Und wie ich bereits am Anfang sagte, sind die Spielwelt und die einzelnen Areale sehr groß und es gibt viel zu entdecken. Das heißt, man weicht schnell vom Weg ab, den man ohnehin erst finden muss. Auf dem ganzen Weg passiert man gesichert auch nur einen Speicherpunkt. Wenn man dann endlich beim Grab ankommt, kann man beim Wechsel des Gebiets einmalig speichern, aber das ist kein fester Speicherpunkt und funktioniert nur ein einziges Mal. Und damit nicht genug, kommt man nach der langen Reise endlich beim Grab an, kann man es nicht sofort betreten, denn es startet am Eingang ein Bosskampf gegen eine Garuda, die in den meisten Fällen so stark ist, dass man sie noch nicht besiegen kann. Was mit dem einmaligen Speicherpunkt beim Gebietswechsel kompensiert wird, aber das Problem, auf das ich jetzt hinaus will,
selbst nicht mit dem dauerhaften Speicherpunkt gelöst worden wäre. Denn um diese Garuda zu besiegen, gibt es genau zwei Möglichkeiten. Die erste, wie in jedem RPG, wäre zu trainieren und sich aufzurüsten mit eventuellen Gegenständen gegen die Garuda. Also auch gegen die Garuda sogar schwach wäre, weil sie hat eine ganz eindeutige Schwäche und das ist das Dunkelelement. Das Problem ist nur, die Garuda hält so viel aus. Trainieren würde sehr, sehr lange dauern. Option Nummer 2 kommt euch dagegen entgegen, wenn ihr im Spiel den Weg etwas zurücklauft, um Option Nummer 1 in Angriff zu nehmen. Denn dann revealt sich Option Nummer 2. Ihr erlebt dann nämlich eine Nebenquest, die euch so sehr ins Gesicht gedrückt wird und die ihr weiterverfolgen könnt, an dessen Ende ihr einen Gegenstand erhaltet, der Dunkelschaden macht, was ihr, glaube ich, nicht wissen könnt, weil, glaube ich, eure Analysefähigkeit von der Garuda eingeschränkt wird. Aber ihr könnt auf jeden Fall herausfinden mit Internet oder mit Lösungsbüchern, dass die Garuda schwach gegen Dunkel ist. Und dieser Gegenstand, den ihr dann durch diese Nebenquest erhaltet, zieht der Garuda so viele Lebenspunkte ab, dass ihr sie in eurem Zustand zu dem Zeitpunkt besiegen könnt. Das heißt, endlich könnt ihr das Grab betreten, habt auch dort eine ewig lange Spiel-Session, ehe es weitergeht. Ihr kommt raus und was ist? In einer beeindruckenden Filmsequenz heißt euch ein gewaltiges Luftschiff der Besatzungsmacht Arcadia willkommen und nimmt euch gefangen. Und das ist eine wirklich coole Szene, die auch den ganzen Ton im Spiel ändert und eine Art Wendepunkt in der Handlung darstellt. Das Problem ist nur, ist euch aufgefallen, dass da eigentlich kein Luftschiff sein dürfte? Weil die Spielwelt hat bisher etabliert, dass Luftschiffe mit ihren bisherigen Flugsteinen eben nicht überall hinfliegen können. Und nicht über alle Gebiete fliegen können. Und das der Grund war, warum ihr so ewig lange durch mehrere Gebiete zu dem Grab laufen musstet, weil in diesen ganzen Gebieten könnt ihr nicht fliegen mit den bisherigen Flugsteinen. Und das Spiel hat in seiner Handlung keinen Fehler gemacht. Es wird dann nämlich erklärt, dass Arcadia ein wissenschaftlicher Durchbruch gelungen ist und das Imperium Flugsteine so weiterentwickeln konnte, dass sie jetzt nach und nach mit ihren Luftschiffen auch in Gebiete fliegen können, in denen es das mit den bisherigen Flugsteinen nicht möglich war. Und von der Storyseite her und wie die Welt erklärt wird, also jetzt weiter erklärt wird, wie die Handlung fortläuft, ist das alles fein. Das ist absolut okay, dass es diesen Durchbruch gab innerhalb der Handlung, bei dem ihr natürlich nicht zugegen wart, weil das ist im Kaiserreich passiert. Das hat das Kaiserreich zurückgehalten, bis es das eben eingesetzt hat. Natürlich auch wahrscheinlich unter Geheimhaltung. Und dass sich so etwas weiterentwickelt und diese Weiterentwicklung eine entscheidende Rolle in der Spielwelt einnimmt und in der Handlung, das ist absolut gerechtfertigt, dass das mit einer so bombastischen Szene eingeführt wird. Das, was nur so ein großes Problem dabei ist, ist das letzte Mal, als dass man in der Spielwelt daran erinnert wird, dass Luftschiffe eben nicht überall fliegen können oder konnten, je nachdem welches Luftschiff, war, als ich meine Reise zum Grab angetreten habe. Also ganz, ganz am Anfang. Und dazwischen hatte ich zwei Gebiete, die ich durchqueren musste. Einen Bossfight, den man meist verliert und erstmal eine Lösung für finden muss. Wie in der Sidequest, die selbst nochmal eine ganze Weile dauert. Und dann habt ihr nochmal den Bosskampf. Dann durchquert ihr das Grab, was ein eigener Dungeon ist, der auch sehr groß ist, fand ich. Und dann habt ihr da ebenfalls einen Bosskampf, beziehungsweise sogar mehrere Bosskämpfe. Und erst danach kommt die Szene mit dem Luftschiff, mit dem neuen Flugstein, um euch zu überraschen. Und ich meine mich zu erinnern, dass ich das sowohl bei meinem ersten Playthrough, damals vor x Jahren, vergessen habe, dass Luftschiffe eben nicht in alle Regionen fliegen konnten. Und ich habe es tatsächlich wieder vergessen, als ich Final Fantasy XII erneut gespielt habe und an derselben Stelle war. Und der Grund dafür war, weil ich eben eine echt lange Zeit mit der Spielwelt verbracht habe, zwischen diesen Punkten von, okay, ich gehe jetzt los zum Grab und ich komme aus dem Grab raus. Und ich schätze, es waren so locker 6 bis 8 Stunden, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Die habe ich natürlich nicht in einem Wupp gespielt, sondern mit Pause dazwischen in mehreren Sessions und ich weiß natürlich auch nicht mehr so genau, wie lang die Pausen waren. Also ich habe wirklich nicht jeden Tag gespielt.
Und dann ging das einfach verloren, dieser wirklich wichtige Punkt der Handlung, warum ich überhaupt etwas mache. Also es ist ja eine Leistung der Plausibilität der Handlung, wenn A zu B führt und B zu C führt und C zu D führt. Also wenn ich eine ganz eindeutige, nachvollziehbare Kette habe, wie Kausalitäten funktionieren. Das macht eine Handlung ja erst gut. Und das bietet die Handlung von Final Fantasy XII. Final Fantasy XII erklärt seine Handlung wirklich mit dieser ganz wunderbaren Verkettung von Kausalitäten, aber dazwischen passiert durch dieses große Gameplay so viel. Wie ich schon sagte, die Spielwelt ist wirklich groß und sie lädt zum Erkunden ein. Und man kann sich daran verlieren, was ja wirklich ein gutes RPG ausmacht, was ein gutes Spiel ausmacht. Aber ich finde, von der Gameplay-Perspektive her, ist es, wie gesagt, nicht mal schlimm, sondern sehr gut, dass die Level so groß sind. Auch, dass es so wenig Speicherpunkte gibt, ist geschenkt, weil die Reise soll eine Anstrengung gleichkommen. Man soll sich gut vorbereiten, man soll zittern durchzukommen. Dragon's Dogma macht das genauso und viele Spiele machen das heute leider nicht mehr. Gut, ich weiß, die Souls-Spiele. Aber das ist der Punkt, wo eben diese Verkettung von Kausalität nicht durchbrochen, aber überdeckt wird. Und dieses packende Gameplay, das an und für sich sehr gut funktioniert und die an und für sich sehr gut fortlaufende Handlung, wird durch dieses packende Gameplay, wie ich schon sagte, überdeckt und gestört. Und wie könnte man das galant lösen in zukünftigen Spielen, ohne eben sowas Cooles, so eine richtig coole Story und so ein richtig cooles Gameplay zusammenzuführen, ohne bei beiden Abstriche machen zu müssen? Auf der einen Seite könnte natürlich die Hauptfigur Vaan mehr Charakter besitzen und mehr den Spielenden die Welt nahe bringen, was ein bisschen bereits über seine Figur passiert, weil Leute ihm Sachen erklären müssen, was er wiederum einer Freundin im Team erzählt, was das letzte Mal ist, was ich vorher ansprach, wo ihr hört, dass man nicht zum Grab fliegen kann. Das passiert nämlich direkt, bevor man das erste der beiden Gebiete betritt, wo man nicht mehr fliegen kann. Da erzählt er das nochmal der Begleiterin. Und es würde allein aber nicht reichen, weil es würde ja wieder die Story voller machen. Und was man ebenfalls machen könnte, wäre in dieser großen und detailreichen Spielwelt, gerade in diesen Gebieten, ein abgestürztes Luftschiff zu zeigen, das versucht reinzufliegen und auf einmal nicht mehr fliegen kann, weil halt der Flugstein nicht mehr funktioniert in dieser Region und dann abstürzt. Und man versucht dann halt eben die Leute zu retten. Also man könnte entweder einfach so in der Welt ein Luftschiff zeigen, das abgestürzt ist und jemand könnte einen Kommentar machen. Oder man könnte das als Nebenquest einführen oder in die Hauptquest einbinden, dass man diesen Leuten erstmal helfen muss, die abgestürzt sind, weil sie eben nicht wussten oder nicht darauf geachtet haben, dass Flugstein da gar nicht fliegen kann. Ihr könntet bei NPCs könntet ihr Kommentare lesen, dass das halt eine ganz leere Region ist, weil niemand kann hier rüberfliegen und niemand bereist das gerne. Oder ihr findet Schilder, die dazu aufrufen, auf abgestürzte Luftschiffe zu achten und den Personen aus den abgestürzten Luftschiffen zu helfen. Und schon wäre die sehr große Handlung direkt in die sehr große Spielwelt besser integriert und es würde die Spielwelt sogar noch mal ein bisschen aufwerten. Und das ist etwas, was ich einfach mal loswerden wollte. Das war etwas, was mir wirklich sehr krass bei einem meiner Lieblingsspiele sehr stark aufgefallen und im Gedächtnis geblieben ist. Es gibt ein paar andere Stellen, da findet man das auch, aber in einer kleineren Form hier ist das wirklich sehr extrem. Und das ist einfach etwas, was mir ins Auge sprang. Und ich würde gerne wissen, ob es anderen auch so ging. Ich jedenfalls bedanke mich wieder sehr fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.